Schleichen und trickreich meucheln bzw. liebevoll schlafen liegen. Oder geradezu polternd vorgehen und alles kompromisslos ausschalten, was sich einem in den Weg stellt. Zwei Spielvarianten fürs Actionspiel Dishonored, das bereits am 12. Oktober 2012 erscheinen soll. Laut dem Entwickler Arkane haben wir im potenziellen Superhit dank Magie, Trickserei und cleverem Leveldesign stets eine Fülle von Möglichkeiten, um unsere Mission zu erledigen, die letztlich dazu führen sollen, dass wir uns in diesem so schrägen wie faszinierenden Steampunk-Szenario von der falschen Anschuldigung, ein Königinmörder zu sein, reinwaschen und die wahren Täter zur Strecke bringen. Anhand einer Demo-Mission, in der Held Corvo die zwei intriganten Pendleton-Zwillinge in einem als Badehaus getarnten Puff namens The Golden Cat ausknipsen soll, zeigen die Entwickler, wie wir vorgehen können. Angeblich gibt es fast 10 Wege, um in den Puff zu gelangen. Geht man es auf die Leisetreter-Methode an, könnte man beispielsweise mit dem magisch begabten Corvo einfach ein Fischlein übernehmen, also in den winzigen Schuppenkörper hineinschlüpfen und durch die Kanalisation in die Keller des Etablissements schwimmen. Wem es relativ egal ist, ob er entdeckt wird oder nicht, der schwingt sich beispielsweise an der Außenfassade hinauf, um durch ein Fenster ins Gebäude zu gelangen. Wobei das mit dem relativ egal relativ zu betrachten sein dürfte, denn Corvo kann zwar schnell und brutal vorgehen, aber ob sich der Mann mit der versammelten Wachbande des Badehauses gleichzeitig anlegen kann? Mal schauen. Wenn man auf die Leisetreter- bzw. Schwimmermethode in der Bude angekommen ist, bietet es sich an, den Laden zunächst einmal auszukundschaften. Das Personal zu belauschen kann verflixt nützlich sein, denn so kommt man vielleicht dahinter, dass die Chefin des Badehauses einen Generalschlüssel besitzt. Die Dame zu besuchen und ihr den Schlüssel aus den Klamotten zu massieren, steht ganz oben auf der Heldenagenda. Dann noch ein bisschen die Unterkunft der Puffmutter auf den Kopf stellen, Sachen einsacken und dabei eine praktische Niederschrift finden. Eine Gästeliste verrät, wo wir die Zielperson im Gebäude finden können. Bei der polterigen und kompromisslosen Methode stellt sich Corvo ganz einfach in den Hauptraum des Puffs und siehe da, der Mann kann sich also doch mit der versammelten Wachbande der Golden Cat anlegen, vorausgesetzt man hat ihn über Skills wie dem Beschwören eines Rattenschwarms und seine Ausrüstung darauf getrimmt. In der Schleichvariante geht's logischerweise darum, unbemerkt zu bleiben. Deswegen kommt uns dabei der sogenannte Blink-Skill sehr gelegen. Mit dem teleportieren wir Corvo mit der Geschwindigkeit eines Blinzlers, daher der Name, von einer finsteren Ecke in die nächste. Das Blinzeln erscheint uns indes etwas übermächtig, allerdings scheint uns Corvo in dieser Demo auch schon am Ende seiner persönlichen Entwicklung angekommen zu sein. Oder anders, die Entwickler haben sich hier sicherlich alle Fähigkeiten auf Maximallevel zusammengecheatet. Denn sonst könnte Corvo nicht in einer Tour Ratten oder wie hier mächtige Windstöße aus dem Hut bzw. aus der Hand zaubern. Und klar, den ersten Pendleton durch die geschlossenen Fenster der Golden Cat zu pusten, das macht man nur, wenn man sowieso schon die ganze Bande aufgebracht hat. Take out his legs. Weil sich die Pendleton-Lümmel laut der Entwickler an mehreren unterschiedlichen Orten aufhalten können, muss man seine Spielweise natürlich entsprechend anpassen. Was für ein Glück, dass der hier gerade mit einer Prostituierten beschäftigt ist und uns nicht bemerkt. Noch dazu in einem höher gelegenen Zimmer. Wie zuvor in den Fisch schlüpft Corvo hier in den Pendleton-Zwilling, geleitet ihn auf den uneinsehbaren Balkon, um ihn erst wieder zu verlassen und dann in die Luft zu pusten. Anschließend wird noch die Konkubine schlafen gelegt. Alles gut, niemand hat etwas mitbekommen. Wer bereits den halben Puff umgebracht hat, hat auch keinerlei Probleme damit, den zweiten Pendleton bei einem Stelldichein rabiat zu unterbrechen und einfach aus dem Leben zu pieksen. Vor dem finalen Stich blenden wir aus Jugendschutzgründen auf einen harmlosen Blumentopf über.
Gnadenlos elegant hingegen der zweite Schleichmord, bei dem die Entwickler zeigen, dass man sogar wie einen Unfall aussehen lassen kann. In der Schleichvariante sitzt Pendleton Nr. 2 nämlich praktischerweise in der Sauna. Und weil Corvo ja den Generalschlüssel besitzt, kann er sich auch ohne Probleme Zugang zur Steuerung des Raums verschaffen und mal so richtig Dampf ablassen. And I think I've lost. Oh, what is that noise? Oh no. No, no, no. Vergebung für den Sparwitz, aber der lag quasi auf der Hand. Genauso wie nach diesen Bildern die Vermutung, dass Dishonored das Zeug hat, eines der Actionspiele, wenn nicht sogar das Actionspiel des Jahres 2012 zu werden.